Windows Explorer. Hier ein paar Einstellungen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich starte den Windows Explorer und der startet immer mit der Schnellzugriffsansicht. Und da fehlt ja noch mein Computer. Ich sehe da zwar zwei Online-Speicher, aber meinen PC nicht. Das ist das Erste, was ich einschalte. Ich mache einen Rechtsklick, zeige diesen PC. Und hier erscheint er. Also ich habe sofort Zugriff auf meine Daten über diesen Link hier. Jetzt möchte ich ja aber, dass der Windows Explorer, wenn er startet, sofort diesen PC zeigt und nicht zuerst den Schnellzugriff. Gehen Sie zu diesen drei Punkten, wählen Sie Optionen und ändern Sie hier Datei Explorer öffnen für von Schnellzugriff auf dieser PC übernehmen. Und wenn Sie das nächste Mal den Explorer öffnen, dann startet der Explorer mit diesem PC. Eines fehlt ja aber noch, der Papierkorb. Auf dem Desktop habe ich ja den Papierkorb, aber hier nicht. Also den fügen wir noch ein. Gehen Sie wieder zu diesen drei Tupfen, gehen Sie zu Optionen und wählen Sie bei Ansicht zu unterst bei Navigationsbereich alle Ordner anzeigen, übernehmen, okay. Naja, also jetzt ist da ja sehr viel mehr noch erschienen, aber immerhin habe ich hier noch den Papierkorb. Aber die Systemsteuerung ist noch gekommen und das Netzwerk und Bibliotheken, also vielleicht auch wieder zu viel. Vielleicht genügt es ja, wenn der Papierkorb auf dem Desktop ist. Noch eine Einstellung will ich zeigen, die ich gerne mag. Ich gehe zu meinen Dokumenten, zu meinen Dateien und ich sehe hier an diesen Symbolen, dass es sich um eine Excel-Datei oder eine Word-Datei oder eine Videodatei handelt. Okay, hier hinten stünde es auch, aber ich hätte gerne hier die Dateierweiterung eingeblendet. Gehen Sie zu Anzeigen, Einblenden und klicken Sie hier auf Dateinamen Erweiterungen anzeigen. Und jetzt hätte ich gerne hier rechts eine kleine Dateivorschau. Ich weiß, das ist ein Bild, ein JPEG, aber ich sehe es nicht. Gehen Sie hier oben auf Anzeigen, Einblenden, Vorschaufenster und jetzt ist es sofort ersichtlich. Natürlich auch bei Word-Dateien oder Excel-Dateien, also Sie haben sofort eine Vorschau. Zum Schluss noch diese Ansicht hier. Klar, ich kann hier wählen zwischen Detailansicht oder Bildvorschau, aber da gäbe es noch viel mehr. Klicken Sie auf irgendeine Datei, drücken Sie die Ctrl-Taste und drehen Sie am Mausrad, dann gibt es etwa 20 verschiedene Ansichten. Wählen Sie jene, die Ihnen am besten passt. Und natürlich auch bei den Bildern sind Sie froh, wenn die nicht allzu klein angezeigt werden. Ich gehe mal hier zu den Bildern, Ferien und ja, also die sind wirklich zu klein. Ich drehe am Mausrad und drehe so lange, bis die Vorschau brauchbar ist. Auch diese Spalte kann ich ja nach rechts tragen und sehe nun die Bilder immerhin so groß, dass ich sie sortieren oder löschen oder drehen kann. Das war's.